Hallöchen. Ich war hier eigentlich am Vorbereiten für dieses Justieren mit Oszilloskop-Video. Aber das hat sich jetzt, glaube ich, erledigt. Außer ich kriege da noch was hin. Und zwar, erstmal, das macht hier ein Flappy. Mir ist die Feder weggebrochen, die den Kopf runterdrückt. Da ist das Plastikteil. Ich war ein bisschen zu rabiat gerade eben. Ich habe noch ein anderes Laufwerk, das ist eh kaputt. Da habe ich mir ja schon Teile rausgeklaut. Aber ich jetzt. Was war denn das nun schon wieder? Das hier. Den ganzen Kopfdings da. Transplantiere. Dieses ganze Ding. Es kommt jetzt nur darauf an, wegen dem Track 0 Sensor, ob das hinhaut. Ich weiß gar nicht, wo der hier den Track 0 Sensor. Ach da, der wurde unten getriggert. Den hatte ich nämlich da noch rausgemeldet. Ich muss nicht mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich weiß nicht, ob das andere Laufwerk wieso war denn das jetzt so fest? Das krieg ich nicht. Das kriege ich nicht transplantiert. Auch die Elektronik nicht. Das ist ein Alps-Laufwerk. Das läuft eigentlich wunderbar. Und das hier ist ein Tech oder wie auch immer. Verdammt. Muss mal gucken, ob ich das transplantiert kriege, das Teil. Weil so ist es jetzt wirklich hinüber. Also so kann ich es nicht brauchen. Na gut, ich versuch's mal. Ich guck mal, ob das hinhaut. Und wenn nicht, ja, Pech gehabt. Dann ist es hinüber. Dann hat sich die Geschichte erstmal erledigt mit dem Justieren zeigen. Das muss ich dann halt mal irgendwann später mal machen. Gut, dann sehen wir uns eventuell nachher gleich wieder. Ich habe geguckt, nee, kann ich nicht transplantieren. Das funktioniert nicht. Ich kann auch den oberen Kopf nicht transplantieren. Das hier ist angelötet direkt. Das Einzige, was ich jetzt probieren kann, ich weiß jetzt nicht warum, wieso, weshalb, aber das hier unten ist ab. Und da habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie mal einen Kurzschluss gemacht. Ich kann es jetzt nur probieren, ob das noch irgendwie reagiert. Ob das eventuell auf Dings Steuerungsbefehle irgendwie was macht. Und vielleicht läuft das ja. Ich weiß es nicht. Das ist ein Tech-Laufwerk, das ist auch umgebaut. Aber das hier ist jetzt wirklich hinüber. Da kann ich mir jetzt nur mal zwei Schrauben klauen. Steck mal einfach nur in die Diskette rein, der wird jetzt nicht drehen können. Weil der Motor ist hier lose. Motor on-off ist F5. Ne. Das Laufwerk sagt kein Mucks. Ne. Das Laufwerk sagt kein Mucks. Nö, das Laufwerk ist auch hinüber. Gut. Ne.
Ne, dann sind beide hinüber. Das ist hinüber. Das andere auch. Also. Das kriege ich nicht transplantiert. Oder. Nee, kriege ich nicht hin. Wegen dem Trick 0 Sensor, das kriege ich nicht hin. Kann ich nicht umbauen. Wird nix. Schade. Schade. Schade, schade. Nun ist das hinüber. Das ist das Alps. Und was steht hier drauf? Auf dem Chip. Der ist noch dreckig. Ich glaube, der ist. Der Chip hat Magic Smoke gelassen. Ich weiß nicht, was hier drauf steht. Ist nur eine Nummer, aber man kann es erkennen. Der hat mal irgendwann Magic Smoke. Der hat mal Strom rausgelassen. Da sieht man das. Da sind Punkte drauf. Ja. Ja, das ist vom Chip. Der ist gebrochen. Der hat Strom rausgelassen. Strom in Wolken. Irgendwann mal. Gut. Hat sich dann erledigt. Kann ich das denn erstmal nicht zeigen. Dann besorge ich mir nochmal Laufwerk Dings von eBay irgendwo für 1 Euro oder 2. Mal gucken. Bau die um und dann kann ich es ja immer noch zeigen. Gut. Das wäre es dann soweit gewesen mit der Geschichte. Als nächstes will ich mich dann an dem Amiga 1200 setzen. Tastatur umbauen. Gucken, ob die Turbokarte noch läuft. Und der Amiga an sich doch richtig läuft. Also der Amiga selbst läuft, aber ich weiß nicht, ob die CIA-Chips beide, ob die heil sind oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber muss ja. Er hat ja, da drüber konnte ich eine Diskette schreiben. Also müssen die in Ordnung sein. Zumindest eine. Gut, andere Geschichte, das werden wir dann später gucken. Aber dann, danke fürs Zugucken und bis zum, ja, nächsten Video, was auch zwischendrin noch kommen mag, eventuell vorher noch diese Dinge hier mit S-Video ausstatten. Habe ich auch schon die Sachen da, Widerstände ohne Ende, habe ich mir alles noch bestellt. Wird dann später kommen. Je nachdem, wie ich Lust habe, was ich zuerst mache, ob ich eine Tastatur umbaue und so weiter oder ja, S-Video-Mod mache oder was. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.